Und jetzt haben wir einen Lootbag. Der sieht ein bisschen so aus wie der, aber er sieht ein bisschen... Ich finde, er sieht besser aus als der. Man sieht noch, bei Pet Simulator, da haben die Ecken gesmoothed. Das können wir hier natürlich auch machen, indem ich einfach den Bag auswähle, rechtsklick sage und dann Shade Smooth. Und dann sieht er so aus. Aber smooth geschadete Sachen sehen meiner Meinung nach gar nicht mal so gut aus, wenn sie low poly sind. Ihr seht es, es sieht jetzt ein bisschen aus. Aber diesen Look kennt ihr auf jeden Fall. Ich mach mal wieder Shade Flat. Stattdessen könnten wir hier andere Sachen machen, wie zum Beispiel, wir könnten hier so einen Modifier raufpacken, so einen Bevel Modifier. Das sorgt natürlich dann dafür, dass wir mehr Geometrie haben. Und je mehr Geometrie man hat, desto wahrscheinlicher wird Roblox es ablehnen. Aber wenn ich das jetzt so anschaue, gehe einfach mal in Tab rein, wähle alles aus. Aber dann müssen wir, glaube ich, hier in den Viewport reingehen irgendwo. Hier vielleicht. Und da hier Statistics anschalten. So, jetzt sehen wir wieder Statistics. Und es hat gerade mal 300 Triangles. Das bedeutet, ich könnte hier noch doppelt so viel, also mehr als doppelt so viel Geometrie reinhauen. Und es würde trotzdem angenommen werden.